Hallo ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich mal wieder ein Produkttestvideo für euch, beziehungsweise ich teste heute gleich mal zwei Produkte. Das erste Produkt kennen mit Sicherheit schon recht viele von euch, weil es schon recht lange auf dem Markt ist. Und zwar sind das Hornhautsocken. Und ich habe mir gedacht, jetzt beginnt ja bald der Sommer und dann wäre es ja ganz gut, mal die Füße von Hornhaut zu befreien und wir testen mal, was die Hornhautsocken so können. Und das zweite Produkt sind sogenannte Detox-Pflaster für die Füße. Hier steht drauf, dass man die Detox-Pflaster über Nacht tragen soll und sie sollen dann mit den Giftstoffen im Körper reagieren und diese sozusagen dann über das Pflaster rausziehen. Hä? Also das eine Produkt soll die Hornhaut an den Füßen entfernen und das andere Produkt soll den Körper sozusagen entgiften. Und ich würde sagen, wir testen jetzt mal, was die beiden so können. So sehen die Füße vor der Behandlung aus. Die Hornhaut ist an den ganz typischen Stellen, einmal am großen Zeh, dann an der Ferse und auch unterhalb vom kleinen Zeh. Die Anwendung der Hornhautsocken ist übrigens auf der Rückseite der Verpackung beschrieben. In der Packung selber sind insgesamt zwei Paar Hornhautsocken enthalten, welche einzeln eingeschweißt sind. Wenn man die einzelne Packung öffnet, dann sieht man, dass die Socken aus einem Kunststoffmaterial sind. Das Material muss man jetzt einmal oben abschneiden und wenn man reinschaut, dann sieht man auch gleich, dass sie innen drin nochmal mit einem speziellen Gel gefüllt sind. Der Socken wird nun über den Fuß gezogen, mit einem Aufkleber zugeklebt und dann lässt man das Ganze 60 bis 90 Minuten einwirken, bevor man es mit Wasser abspült. Hier sieht man den Fuß jetzt 3 Tage nach der Behandlung und man sieht wirklich, wie die Socken schon ihre Wirkung entfalten. Sieht jetzt natürlich auch überhaupt gar nicht schön aus, weil die Hornhaut sich wirklich in relativ großen Hautschuppen und auch großen Hautfetzen schon vom Fuß ablöst. Auch im Socken bzw. im Strumpf sammeln sich total viel kleine Hautschüppchen, die vom Fuß abfallen, was man besonders sieht, wenn man den Strumpf auszieht. Das ist der Fuß nun 5 Tage nach der Behandlung. Die Hornhaut löst sich immer noch sehr stark ab, ganz besonders im Fersenbereich, wo ja relativ viel Hornhaut vorher war, sieht man es ganz gut, wie sich die Hornhaut wirklich immer noch in so großen Hautschuppen ablöst. Anhand vom Strumpf sieht man allerdings ganz gut, dass sich mittlerweile schon viel weniger Hautschuppen ablösen als noch an Tag 3. Nach 7 Tagen hat sich die Hornhaut jetzt einmal vom Fuß komplett abgelöst und die Behandlung ist somit dann auch beendet. Das Ergebnis sieht eigentlich ganz gut aus. Davor war ja an der Ferse Hornhaut. Hier sieht man jetzt, dass die Hornhaut sich gut abgelöst hat. Die Haut fühlt sich auch wirklich angenehm glatt und auch weich an. Am großen Zeh war vorher ja auch Hornhaut und auch hier kann man mit dem Ergebnis wirklich eigentlich ganz zufrieden sein, denn auch hier ist die Haut wirklich schön glatt und weich. Die Hornhautsocken haben ihr Versprechen eigentlich gehalten und haben die Hornhaut an den Füßen entfernt. Was ich tatsächlich ein bisschen eklig fand, ist, dass die Hornhaut halt sich die ganze Zeit einfach abgelöst hat. Also die Strümpfe, die Socken, die waren die ganze Zeit voll mit Hornhaut. Also man kann auf gar keinen Fall ohne Socken schlafen, weil sonst wacht man morgens auf und alles ist voll mit der abgelösten Haut. Also das finde ich jetzt nicht so appetitlich. Vor allem dauert es auch lange. Also es dauert ja bis zu 7 Tage, bis die komplette Haut abgelöst ist. Aber das Ergebnis ist dann wirklich gut und kann sich dann auch sehen lassen. Bei der Anwendung muss man halt wirklich darauf achten, dass man irgendwie keine offenen Stellen, Wunden oder auch Blasen an den Füßen hat. Denn das Problem ist, dass die Stellen dann wirklich unglaublich anfangen können zu brennen und es ist wirklich leider sehr unangenehm. Als nächstes Produkt probieren wir jetzt die Detox-Pflaster, die über Nacht die Giftstoffe aus dem Körper ziehen sollen. Die Detox-Pflaster bestehen aus einem Pad, welches mit einem Pulver gefüllt ist und einer selbstklebenden Folie, ja, die so ein bisschen in der Art von einem Pflaster ist. Man soll übrigens vor der Anwendung die Füße waschen und gut abtrocknen.
Das Pad wird jetzt auf die Folie geklebt und danach kommt das Pad mitsamt der Folie dann auf die Fußsohle und hier wird das Ganze dann jetzt auch gut festgeklebt. Laut der Gebrauchsanleitung sollen die Patches jetzt über Nacht für ca. 6 bis 10 Stunden auf dem Fuß draufbleiben, damit sie ihre volle Wirkung entfalten können. Ein Tag später hat sich dieses Pflaster bzw. diese Folie jetzt seitlich etwas abgelöst, aber man sieht, es ist überhaupt gar nicht schlimm, weil dieses Patch innen drin ja noch relativ stark am Fuß klebt und es hat sich jetzt tatsächlich schwarz verfärbt. Es war ja vorher so ein Pulver in diesem Patch innen drin und da ist jetzt so eine schwarze glänzende Flüssigkeit rausgekommen und ja, diese Flüssigkeit ist jetzt auch auf der Haut drauf. Ja, sieht irgendwie ein bisschen aus wie ein Gel und ja, man sieht es auch, wenn ich das wegmachen möchte, also es klebt auch total stark. Also jetzt nur mit einem Papiertuch alleine geht das jetzt nicht weg, also man müsste das jetzt schon, ich denke mal ja, unter der Dusche wird es am besten sein, dass man das Ganze jetzt abbekommt. Aber wie kommt die schwarze Farbe auf den Pads überhaupt zustande und was hat das Ganze mit den Giftstoffen in unserem Körper zu tun? Um das herauszufinden, schneide ich so ein Pad einfach mal auf und schaue mir an, wie es im Inneren aussieht. Innen drin ist, wie ich vorher schon gesagt habe, ein Pulver enthalten und ja, wer hätte es gedacht, das Pulver an sich ist einfach schon mal schwarz-grau. Ich vermische das Ganze dann jetzt mal mit ein bisschen Wasser und wie man sieht, ergibt das jetzt einfach auch schon eine schwarze Flüssigkeit. Kommen wir zu den Detox-Pflastern. Also von Detox-Pflastern habe ich überhaupt gar nichts gemerkt. Die waren über Nacht dran an den Füßen und am nächsten Morgen war es so wie immer. Hier steht auch, man sollte eine Kur machen. Die sollte 5 bis 10 Tage dauern. Ich weiß auch nicht, ob diese Kur wirklich was bringt. Also ich finde, ich habe nichts gemerkt. Und vor allem sieht man ja, der Inhalt dieser Pflaster ist ja einfach auch schon dunkelgrau bis schwarz. Und von dem her kann man nicht sagen, die schwarze Farbe sind die Giftstoffe aus dem Körper, wenn das Pflaster an sich ja eh schon schwarz ist. Also ich persönlich würde die Pflaster jetzt nicht nochmal benutzen. Es war jetzt natürlich nicht unangenehm, aber sie haben für mich jetzt auch überhaupt keinen Zweck gehabt. Wer sie aber doch benutzen möchte, also in dieser Packung hier sind 10 Stück drin, es reicht also für 5 Tage. Wenn man also diese 10-Tages-Kur machen möchte, dann braucht man davon dann 2 Packungen. Ja, jetzt müsste man aber auch mal Butter bei den Fische tun. Wenn ich dann höre, das wird schlecht geredet, das Ding ist schlecht. Na, schlecht ist nicht. Doch, das ist kaputt. Wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr denn auch schon mal Hornhautsocken oder vielleicht Detox-Pflaster für die Füße ausgetestet? Und wenn ja, wie fandet ihr sie? Schreibt es mir doch einfach in die Kommentare und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Abo und einen Daumen nach oben. Und das war's dann auch wieder für heute. Ich freue mich drauf, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.